Servus Leute, hi, hier ist der Eddie wieder, euer Autodigger. Ich bin heute wieder für euch unterwegs. Und zwar befinde ich mich heute am Habrucher Stausee. Der Habrucher Stausee liegt, wie der Name sagt, bei Habburg, ist in der Nähe von Lauf, ist relativ gut mit dem Auto zu erreichen. Parkplätze sind auch direkt, also man kann ringsum eigentlich ganz gut parken. Und ja, ich habe mir gedacht, wir gucken uns den mal an. Das ist ein Verbandsgewässer, das heißt, man kriegt eigentlich überall Karten, auch eben als Nicht-Vereinsmitglied. Genau, und ja, wir probieren jetzt mal, was hier so bei Habrucher Stausee so alles gehen wird. Das Wetter zieht jetzt momentan eigentlich relativ gut auf. Also wir hatten die Tage, also wir sind schon ein, zwei Tage da. Wir hatten teilweise einen sehr schlimmen Tag mit ordentlich viel Sturm, wo es mir fast das Zelt weggeweht hat und so. Jetzt inzwischen heute hat sich das Ganze wieder deutlich gebessert. Und ja, ich gebe euch mal kurz einen Rundumblick. Das ist der Habrucher Stausee. Man sieht dort hinten, sieht man einen der Einläufe. Also da fließen mehrere kleine Bäche fließen hier mit rein. So, dort hinten sieht man noch einen zweiten Einlauf, der ist etwas breiter, also da ist auch wesentlich mehr, was da eben an Wasser reinkommt. Es sind interessante Stellen für Forellen, also man kann dort immer wieder Forellen antreffen. So, da macht der See da hinten, macht er nochmal so eine schöne große Kurve und hier geht das Ganze dann wieder weiter. Wie ihr seht, das ist alles schön von Bergen umgeben. Dort hinten, so leicht um die Ecke, da verfolgt dann nach einem gewissen Abstand fängt da die Staumauer an. Und ja, das soweit mal zum See. Wie ihr sehen könnt, das Wetter spielt wieder ordentlich mit. Also wir haben ein super Traumwetter. Wie gesagt, leicht bewölkt. Die Sonne scheint. Das ruft man sich mehr. Beim Stausee momentan gibt es eine kleine Besonderheit, und zwar der Stausee wird im Normalfall zur Stromgewinnung mit Wasser verwendet halt, ne? Das heißt, regulärerweise ist es so, dass der Wasserstand, der Wasserspiegel des Sees stark schwankt. Soweit ich jetzt aber weiß, ist es so, dass die Turbinen von diesem Wasserkraftwerk, die müssen momentan irgendwie gewartet werden. Und das Ganze dauert einfach ein paar Jahre. Deswegen haben wir hier momentan den Vorteil, dass der Wasserspiegel immer konstant ist. Die Fische haben sich jetzt inzwischen daran auch gewöhnt. Und man kann hier eigentlich wunderbar fischen. Sonst immer ist es einfach so, dass zum Beispiel also morgens früh, wenn man an den See kommt, da war der Wasserspiegel sehr, sehr, sehr weit, also sehr, sehr weit innen, und man hatte halt sehr, sehr viel schlammiges Terrain, was man halt dann eben überqueren musste, und dann im Laufe des Nachmittags steigt dann der Wasserspiegel wieder sehr, sehr stark an. Das heißt, man musste dann sein Zeug immer wieder nach hinten verlagern, nach hinten verlagern, nach hinten verlagern, bis man wieder im Trockenen saß. Und das fällt jetzt hier momentan weg. Und wie gesagt, dadurch, dass jetzt eben ganz viel neues Gebiet mit dazugekommen ist, haben die Fische wesentlich mehr zum Futtern halt auch einfach da. Und ja, das sieht man auch dementsprechend an den Fischen. Zu den Fischen gibt es Folgendes zu sagen. Also das ist ein ganz normaler, schöner Stausee. Hauptsächlich, also der Grund ist Kies und Sand, sage ich jetzt einmal, mit ab und zu mit ein bisschen Schlamm. Das heißt also, von den Fischarten her ist es einfach so, dass es überwiegend Zander, also hier Barsche gibt es hier, Karpfen gibt es ja viele sogar, Hechte vereinzelt, Waller wurde mir gesagt, ist auch vereinzelt schon mal einer gefangen worden, aber eher die Ausnahme. Eine Besonderheit gibt es hier, und zwar hier gibt es Seeforellen. Konnte man früher wohl regelmäßig überlisten. Ich glaube einfach, dass da, also die Stückzahl ist so gering, dass da die wenigsten eigentlich aktiv darauf gefischt haben. Und die meisten haben sich wirklich eigentlich auf Zander, Karpfen, auf Aale, also Aal gibt es ja auch ordentlich, auf die haben sich die meisten wahrscheinlich dann konzentriert. Karpfen, grundsätzlich, also ich kenne den See schon seit sehr langer Zeit,
Wir haben den auch immer wieder mal befischt, aber eben durch den stark schwankenden Wasserstand nie so regelmäßig, weil das einfach einem doch gehörig auf den Senkel ging. Und also sagen wir so, vor 20 Jahren war der See auf jeden Fall berühmt für seine 20 Pfünder Karpfen. Die sind inzwischen abgewachsen. Also ich denke, dass da Größen durchaus bis 40 Pfund drin sind. Wir werden jetzt heute eben fischen. Eigentlich auf alles. Also ich habe mich jetzt nicht auf irgendwas Spezielles konzentriert, sondern ich habe gesagt, okay, ich will ein bisschen Karpfen haben, abends will ich ein bisschen auf Aal und Zander fischen und eben nachts über und also in den regulären halt Beißzeiten halt dann je nachdem, wie es ist und wie das Wetter dann mitspielt, dann auch wieder dann halt auf Karpfen und also eigentlich so schön querbeet einfach mal durchwechseln. Und ja, wir gucken mal, was das so gibt. Was mir von den Fischarten noch aufgefallen ist, also hier haben ein paar Aquarianer scheinbar ihre Aquarienfische freigelassen. Also wir haben hier inzwischen mehrfach zum Beispiel Sonnenbarsche im Wasser gesehen. Die sollten natürlich, also die gehören eigentlich nicht hierher und sollten natürlich schnellstmöglich rausgefangen werden. Aber ansonsten der See, also man sieht am Ufer, also ich kann jetzt leider schlecht zeigen, aber am Ufer sieht man sehr, sehr viel Kleinfisch, also sehr viel Futterfische rumschwimmen und so weiter. Also der See vom Fischbestand her und so, muss ich sagen, sieht sehr interessant aus. Und ich bin mal gespannt, was sich dann da jetzt dann die Tage noch ergeben wird. Wie gesagt, die letzten Tage waren sehr, sehr stürmisch. Wir hatten einen Tag dabei, da war es Neumond. Das war dann auch vom Fangen her sehr interessant. Der zweite Tag war bei uns wirklich, also Gewitter eigentlich den ganzen Tag durch. Da ging so gut wie gar nichts. Und heute schauen wir einfach mal, was dann jetzt noch so alles gehen wird. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Respekt. So, ein kleiner kurzer Zwischenbericht von uns. Der Plan mit den Karpfen ging ganz gut auf. Und hier mal so kurzer Bericht, was euch so erwarten kann. Hier am Rückbecher. Stausee. Das war jetzt einer der größeren, die wir haben. Was hier aber die meisten, die es hier gibt, sind eher so dieses Kaliber. Warte mal, komm mal her. Das ist so das, was euch in etwa erwarten kann. Wir haben jetzt überwiegend mit Boilies gefischt und ein bisschen mit Partikeln mit angefüttert und sind, wie man sehen kann, sind sehr schöne Fische. Wenn man eben halt hier mal für einen kleinen Urlaubsausflug und so weiter, sind das einfach herrliche Fische, die ordentlich Spaß machen, die haben ordentlich Wumms. Also selbst die kleineren drillen einem fast den Arm ab. Also sind ordentlich kampfstark und ja, sind sehr schöne Tiere.
Und sie können sich auf jeden Fall sehen lassen. So, das Ergebnis, momentan kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Wir haben ein paar schöne Aale, ein paar schöne große Rotaugen, Rotfedern. Also ja, spricht eigentlich für sich. Und im Normalfall geht bestimmt auch mehr.